Na 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 Niles Davis Hood Report. Sup, sup, wir sind heute in Tempelhof zum Niles Davis Hood Report Volume 7. Wieso und mit wem? Schauen wir mal! Ich bin tot mit der Klinge wie ein Kamikaze. Feuer schon Projektile, wenn ich nach dir jage. Du hängst bleib bei dem Polizeiverhör auf Krankenbare. Herzlich willkommen zu Niles Davis Hood Report. Du bist? Blockmonster. Deine Hood? Tempelhof. Deine Crew? Hirntod. Deine Musik ist ja sehr von Charakteren geprägt. Crack B, Blockmonster, diese ganzen Geschichten so. Wenn ich mir zum Beispiel dann Eigene Welt 2, habe ich letztens gehört, wegen der Zwiespalt-Trilogie von Bastard so, wenn ich mir anhöre, was du so erzählst, dann ist es dann für Leute sicherlich auch schwer zu greifen, ab welchem Punkt es Dinge sind, die wirklich die Person dahinter betreffen und wo es die Kunstfigur ist. Inwieweit ist es dir wichtig, wirklich Dinge, die bei dir passieren, in der Musik zu verarbeiten? Ja, das kommt ganz drauf an, also jetzt so ein krasses Szenario bei Eigene Welt oder Eigene Welt 2, das ist natürlich total aus dem Nichts gegriffen, das ist einfach nur ausgedacht. Da haben mich schon viele damals gefragt, ey, ist dir das wirklich passiert, sind deine Eltern gestorben, ist das passiert und so. Nee, das ist einfach eine Geschichte, die ich erzähle in dem Moment und so. Es gibt sicher ein paar Alben, wo wir auch ein paar Sachen verarbeiten, die uns wirklich passiert sind oder so. Aber ganz ehrlich, die meisten Sachen sind einfach nur fiktiv. Weil ganz ehrlich, wäre ich jetzt irgend so ein Mörder oder irgendein Drogendealer oder was weiß ich, Rako, rappt die ganze Zeit über da, dealen das machen, den mit einer Gang umbringen, würden wir darüber rappen und das so gesehen bestätigen, dann wären wir ja behindert. Also das ist alles nur ein Film, den wir da abspielen. Ab und zu gibt es ein paar Alben, auf Doom Rap hatte ich Wahre Begebenheit, das ist ein Track, der wirklich so passiert ist, wo wir untertauchen mussten über ein paar Monate und undercover gelebt haben, weil wir gesucht worden sind. Per Haftbefehl, mehrere Leute und so. Also ab und zu kommen dann ein paar Sachen, aber da hört man eigentlich schon raus, dass sie auch wirklich wahr sind. So. Ne? Also aber wir haben keinen umgebracht, keiner von uns und deswegen kann man sich diese Fragen zu so einem Tracks auch sparen, ob wir, ja, da sagst du hast den abgestochen, keiner hat's rausgefunden, nee, gibt's nicht, das ist alles nur ein Film. Wer von euch ist für mich da, wenn es wirklich so weit kommt? Diese gottverdammte Frage, ja sie fickt mir meinen Kopf. Doch das werde ich erst sehen, wenn das Schicksal mich erreicht. Geh ich allein, sag mir, wer noch bei mir bleibt. Geh ich allein, sag mir, ich weiß es nicht, wer will ich zu mir. Du hast es schon angesprochen, mit, als die Razzia war, oder die Razzien, muss man ja sagen, die hier mit dem Sonderkommando standen und dem ganzen Kram. Inwieweit hat dich das als Person wirklich verändert oder wie beeinflusst das einen? Ich glaube, das ist für jeden schwer vorzustellen, der sowas noch nicht erlebt hat. Ja, das gibt dann entweder die Art Person, die dann darunter einbricht und sagt, ey, das ist das eine Erlebnis, ist mir so krass gewesen. Die wollen mich unter Druck versuchen, daran zu hindern, weiter diese Musik zu machen. Kommen mit SEKs wegen Musik. Dann höre ich lieber auf, bevor ich mir das nochmal antue. Die brechen dann ein unter den Druck. Oder es gibt die Leute, so wie wir, die dann sagen, ey, jetzt erst recht. Weil wir lassen uns nicht den Mund verbieten. Da können die so oft kommen, wie die wollen. Die können mich verprügeln. Die haben mich so oft verprügelt. Und das bringt ja eh nichts. Anzeigen kannst du nicht. Denn dann stehen da 10 Polizisten, die gegen dich aussagen, dass du angefangen hast. Bringt alles nichts. Also musst du schlucken einfach. Da kommt ein Polizist dann, der schlägt dir in die Fresse. Die packen dir Handschellen dran, packen dich auf den Boden, ziehen dir einen Sack über den Kopf und dann treten dich 5 Bullen die ganze Zeit zusammen. Und du kannst nichts machen. Aber wenn du danach aufhörst, dann werden die sich freuen und sagen, ja geil, wir haben es geschafft, endlich, so ist so. Weil anders kommen die an uns nicht ran, die versuchen uns vor Gericht zu ziehen wegen Musik. Wir kommen natürlich nicht in Haft, so weißt du, wir kommen nicht in den Knast wegen der Musik, sondern der Richter ist schlau genug zu erkennen, dass das Meinungsfreiheit ist, Kunstfreiheit. Wir haben den einen Prozess auch gewonnen diesbezüglich, das heißt, es ist ein Präzedenzfall, das heißt, alles, was jetzt wieder vor Gericht landen würde, könnte man auf den Gerichtsurteil von dem Richter stützen und so, und das würde eigentlich alles im Sande verlaufen. Das heißt, was haben die für Möglichkeiten? Die haben keine anderen Möglichkeiten, wenn die zur BPJM irgendwas einschicken, wir haben keine Ahnung, wie viel sind sie jetzt? 15 Alben auf dem Index, Liste A und Liste B. Und ja, das ist meistens von der Polizei sogar eingereicht. Polizei Brandenburg schickt dann irgendwas an die BPJM selber, damit die das prüfen. Wird halt indiziert, aber die Alben sind ausverkauft und stoppt uns ja trotzdem nicht, dass wir weitermachen. Also warten die, dass irgendjemand irgendwelche dummen Behauptungen oder sonst was macht oder irgendjemanden mal auf der Straße auf die Schnauze gehauen habe und das reicht für die aus, hierher zu kommen.
um mich danach zusammenzuschlagen und es ist dann deren Genugtuung. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen und dann erst recht und dann gibt's erst recht wieder auf den nächsten Alben Tracks über irgendwelche korrupten Bullen oder sowas. Ist ja nicht verboten, dass ich eine Geschichte erzähle über einen korrupten Polizisten, der sich so ab und zu Geld in die Tasche steckt. Besonders, weil ich in meiner unmittelbaren Umgebung Freunde habe, die wirklich korrupte Bullen kennen. Die sich bestechen lassen, die weggucken, die Leute warnen und sowas. Und von daher brauchen die sich nicht wundern. Meinungsfreiheit. Da habe ich auch eine nette Platte, die ich jetzt nicht zur Hand habe. Deswegen würde es mir mein Kameramann Imit mal ganz kurz reichen. Und zwar eine Platte, die, das ist meine erste Platte, muss ich dazu sagen, den Mann kennst du, nicht nur als Fan, sondern auch als Kollegen quasi, und ihm ist ja im Endeffekt was Gleiches passiert. Er wurde auch vom FBI, von der CIA beschattet wegen seiner Musik, zwar in einer anderen Art und Weise, aber Meinungsfreiheit, was bedeutet für dich Meinungsfreiheit? Meinungsfreiheit, ganz original, Freedom of Speech, genau was es eigentlich aussagt, weißt du, also du sollst... In dem Land, in dem wir leben, wir sind kein dritte Weltland mehr, sondern wir sind eins der fortschrittlichsten Länder der Welt. Andere Länder richten sich nach uns. Wir sollen hier angeblich eine Demokratie haben. Das heißt Demokratie, dass jeder Mensch sagen kann, was er denkt, ohne Gefahr zu laufen, deswegen verhaftet zu werden, irgendwelche Strafen zu bekommen. Aber das haben wir in Deutschland nicht. Und Meinungsfreiheit, ich muss sagen können, der und der ist in meinen Augen ein Hurensohn. Das ist ja meine Meinung. Man kann mir dann vorwerfen, ja, warum übertreibst du so? Das ist ja schön und gut. Das ist ja dann deren Meinung. Aber jeder hat ja eine eigene Meinung. Und ich muss meine Meinung offen kundtun können, ohne Gefahr zu laufen, dass Polizei kommt und mich verhaftet und ich in den Knast komme. Das ist behindert. Und im Grunde, Deutschland eifert Amerika seit Jahren hinterher. Hat sich damals, genau wo diese Sachen mit Ice-T, Two Life Crew und so waren, wo Two Life Crew verboten worden ist und die dann auf einmal trotzdem erst recht noch den Track Fuck Martinez rausgebracht haben. Ja, da hat sich Deutschland aufgeregt über Amerika. Wie können die nur so sein? Oh, das kann doch nicht sein. Die müssen doch Meinungsfreiheit gewähren und sowas. Und jetzt, 20 Jahre später, passiert bei uns genau das Gleiche, wo wir uns damals aufgeregt haben. Das kann doch nicht sein. Das muss doch möglich sein in einem Land, wo wir sagen, wir haben eine Demokratie, jeder kann sagen, was er will, jeder kann die Partei gründen, wählen und machen, was er will, muss ich doch als Künstler sagen können, was ich will, ohne dass ich danach gefickt werde. Vom SEK. Nicht mal von der Polizei, die klingelt, sondern vom SEK. Von Leuten, die sich für irgendwelche Terroristen Sachen einsetzen und so. So eine Leute kommen hierher. Weißt du, und Meinungsfreiheit muss einfach gegeben sein. Ansonsten ist es keine Demokratie, sondern sowieso, wir sind ein Polizeistaat. Immer mehr und Leute, die schlau sind, sehen das. Leute, die schlau sind, peilen, wie sich alles ändert hier. Ausweis mit Chips drin, die alles über dich speichern. Du gehst irgendwo lang. Die Ausweise, die neuen Ausweise haben die Chips drin. Wenn du irgendwo jetzt bist und die Bullen haben diese Technik in ihrem Auto, können die wie per Wireless LAN orten, wer alles in der Gegend ist, ist der mit Haftbefehl und die wissen, der ist genau da. Und du merkst es nicht mal. Weißt du, da gibt es eine Anleitung im Internet bei YouTube, wie du den Chip deaktivieren kannst, indem du es eine bestimmte Zeit in die Mikrowelle tust. Ja, aber Meinungsfreiheit, so. Jeder sollte sagen dürfen, was er will, ohne dafür gefickt zu werden. Zieh die Sturmmaske auf für den Endkampf. Triff meine Kugel nicht am Brettband. Fängt man eine Kugel in den Schädel, sind die Qualen schnell vorbei. Bye, bye. Killerkommando, bot deine Nacht verbleib. Projektile Segel, segeln auch direkt in unseren Feind. Jeder, der sich gegen uns stellt, ist hier gemein. Jeder, der noch denkt, der kann den Kopf mit uns aufnehmen. Wird dann sehen, was passiert, wenn die Mörder leben. Nee. Die BPJM hat letztens eine Nicht-Indizierungsbegründung veröffentlicht, die dann anerkannt hat, dass es Kunstfiguren sind oder fiktive Geschichten. Und dann denke ich mir, wie lange habt ihr eigentlich gebraucht, um das zu verstehen? Wie lange habt ihr gebraucht? Wie viele CDs müsst ihr indizieren, bis ihr versteht, dass es halt, natürlich gibt es Alben, bei denen man denkt, okay, das ist schon sehr direkt aus der Ich-Perspektive erzählt, aber ist es das ist ja immer dieser Zwiespalt. Ist es werbewirksam, ist es Promotion oder ist es existenzgefährdend? Bei uns ist es existenzgefährdend, auf jeden Fall. Also bei allen, die, sage ich mal, Untergrundmusik machen, in Anführungszeichen, auch wenn man jetzt in den Medien irgendwo mal eine Rolle gespielt hat oder so, wir machen ja trotzdem Untergrundmusik. Das heißt ja, wir finanzieren uns selber, wir haben keinen Major im Rücken, der in uns Geld reinpumpt, wir machen unsere Promotion alleine, wir kümmern uns um die Vertriebswege alleine und alles. Wir machen alles von vorne bis hinten selber. Das ist also Untergrund. Und für einen Untergrundkünstler, der dann alles Geld selbst reinstecken muss, der eine CD rausbringt und die dann nach zwei Wochen auf einmal Liste B landet, wo der Besitz sogar verboten ist, das zerstört dich total.
Weil du hast Geld reingesteckt, musst das Geld verdienen, aber kannst es nicht mehr verdienen, weil es verboten ist. Die kommen dann sogar, nehmen dir die CDs alle weg, die werden vernichtet, dann nehmen die dir den PC weg, weil das der ein Instrument zur Herstellung dafür war, und die nehmen diverse andere Sachen noch mit, Zufallsfunde, die dann aber auch gleich bei der BPJM landen, so war es ja damals. Die haben sind wegen einer CD gekommen, haben drei andere Cover gesehen, oh, das ist aber hier furchtbar und so, haben mitgenommen, auf einmal sind die auch bei der BPJM gelandet. Und das ruiniert dich ja eigentlich. Aber das Gute bei uns ist ja, dass unsere CDs meistens im Vorverkauf schon so gut wie weg sind. Das heißt, die indizieren meistens leider zu spät. Und vorher können die nicht, weil dann wäre es ja Zensur. Im Nazireich sind wir ja noch nicht. Wenn ich komme in der Nacht, kommst du weg. In meiner Nachbarschaft verdeckst du nicht dein Dreck. Keine Drogen rum in der Gegend, wo ich wohne. Halten sie sauber von Kuzu und so. Der Ficker vom Ticker, das Monster vom Block. In meine Kuppel mach ich einen auf Kopf. Seh ich dich stehlen, greif ich zu der Glock. Eine Verwarnung, dann Kugel in Kopf. Ich die Kopfschmerzen, seh ich die Kids. Rauch in den Shit, eine Schelle, wenn du noch mal gibst. Woher hast du den Mist? Gib mir Name und Ort. Zwei Tage später schon wieder. Einerseits hast du eben wirklich sehr gewalttätige Texte oder Texte, die einfach sehr visuell sind. Andererseits hast du dann so viele Aussagen, die auch klare moralische Maßstäbe setzen. Zum Beispiel bei Jäger und Sammler, wo du einfach mal ganz klar ein Statement sagst, ey, du tickst hier nicht gegen Drogendealer, gegen Drogen. Inwiefern ist es dir wichtig, wirklich was zu vermitteln, wirklich Werte zu vermitteln an die Hörer? Oder ist das etwas, was sich erst in letzter Zeit so entwickelt hat, dass du denkst, hey, ich habe eine Macht einfach, die ich nutzen muss? Naja, das war ja eigentlich seit Anfang an schon so, dass ich schon gegen Alkohol und gegen Drogen immer war. Also ich habe auch den Fans gesagt, nehmt keine Drogen, nehmt keinen Alkohol, das ist nicht gut für euch, das verändert euch, ihr macht Sachen, die ihr am Ende bereut und so, das habe ich von Anfang an gesagt. Das habe ich dann vielleicht nicht so in Texten so gepredigt, aber in Interviews habe ich das immer wieder gesagt und habe mich auch immer von Alkohol und Drogen distanziert, was ich auch heute noch mache. Damals wollte man mehr provozieren, ist deswegen mehr auf anderen Sachen aufgesprungen, hat da mehr Tracks gemacht in provokante Richtung, so Politiker beleidigen, Polizei beleidigen, BPJM beleidigen und sowas alles. Das hat uns eine Menge Ärger eingebracht. Man wird älter, man wird reifer, man versteht, was man da gemacht hat und so, und dass wir davon nichts haben, wenn wir kurz provozieren und dafür aber dann so über Jahre lang gefickt werden von jemandem, der am längeren Hebel sitzt, so, weißt du. Und ja, wenn man älter wird, dann macht man sich auch Gedanken darüber, wie viele Leute erreicht man. Unsere Fangemeinde ist riesengroß geworden und dann denkt man auch drüber nach, weil wie kann man denen das vermitteln, außer mal ein Interview, was dann vielleicht nur ein Bruchteil davon sieht, über die Musik halt. Und also ich feiere das nicht, wenn ich hier irgendwelche Leute sehen würde, die hier Koks an der Straße verticken an irgendwelche Kinder, würde ich durchdrehen wahrscheinlich. Weil Kinder haben mit sowas einfach nichts zu tun. Also sollten nichts damit zu tun haben. Und wenn die irgendwann alt genug sind, ab 18 oder so, können sich ja selber entscheiden. Das ist immer noch scheiße, aber an irgendwelche Jüngeren verkaufen geht gar nicht. Ja, und genauso Kinderschänder hat überhaupt nichts. Also für Kinderschänder sollten die Todesstrafe einführen. Ganz ehrlich, bin ich der Meinung. Das ist meine Meinung. Kinderschänder haben auf unserem Planeten nichts zu suchen. Das ist für die echten Fans. Das ist für die echten G's. Das ist für die echten G's. Und das ist für die echten Fans. Für die Soldaten, die unsere Namen verbreiten, anwenden mit Schwarz-Chrom-Gans. Für die Soldaten, die unsere Kleidung tragen und zuhören, tot stehen. Für die Armee der Verbannte, die folgen und kämpfen, die Flagge von Neon tot ist am Wehen. Könnt ihr verstehen, was ich hier meine, wenn ich euch sage, ich danke allen für die jahrelange Treue. Rückendeckung, Fäuste. Ihr habt eine wirklich, wirklich, wirklich fanatische Fanbase, würde ich mal behaupten. Wirklich, ich habe letztens unter euren Videos einfach so lustige Sachen teilweise gesehen, wo sie sich wirklich seitenlang darüber unterhalten, ob du eine neue Sturmmaske hast. Nein, Mann. Die auch schon da. Ja, es ist abgekämpft. Ja, war halt vom Videodreh noch. Macht dir das manchmal wirklich Angst? Also ich meine, wenn du halt wirklich siehst, wie enorm, wie fanatisch die drauf sind, dass du denkst, wow, das ist vielleicht größer, als ich mir hätte vorstellen können? Es ist größer, als ich mir hätte vorstellen können am Anfang. So. Also ich bin ja am Anfang, habe ich es ja aus Hobby gemacht, habe ich es gemacht, weil ich die alten Sachen, Three Six Mafia aus Amerika halt alles, diese Horrorcore-Geschichten und so gehört habe.
da habe ich das halt für mich gemacht und habe auch gar nicht damit gerechnet, dass es irgendwie so Anklang findet, dass die Leute sagen, ey geil, das wollen wir haben und so. Weil es gab ja damals schon Kaiser, der auf diese düstere Schiene gemacht hat, es gab Bastard, der auch immer mit Horror so gespielt hat und wir haben dann unser Ding gemacht, wo wir mehr so auf diese extreme Psychoszene gegangen sind, so weißt du, jemanden 30 Mal in den Hals stechen, dass der Kopf nur noch an so einem Faden hängt und so. Also wir haben richtig übertrieben, so weißt du, und das hat dann aber doch seltsamerweise direkt, das erste Album ging so schnell weg und dann haben die alle geschrieben, wir wollen noch mehr, wir wollen noch mehr, und dass man sich dann nach einer Weile überlegt hat, ey, macht es noch Sinn, überhaupt irgendwas anderes zu machen, also arbeitsmäßig, arbeitstechnisch, oder wollen wir probieren, nur auf diese Musikschiene zu fahren? Dann haben wir das halt alles auf eine Karte gelegt, das hat geklappt, das klappt bis heute. Die Fangemeinde ist riesig geworden und damit hat am Anfang gar keiner gerechnet. Gerade vor dem Hintergrund, dass eure Fans eben wirklich so fanatisch sind, gucken, wer sind oder wer bist du, wo ist er, wie kann ich ihn finden, wie einfach oder schwer ist es da für dich, anonym zu bleiben? Das ist eigentlich ziemlich einfach für mich, anonym zu bleiben, weil, wie gesagt, in der Öffentlichkeit für meine Fans bin ich immer nur mit Maske. Wenn wir irgendwo, was weiß ich, bei den Ärzten mitgegangen sind auf Tour oder sowas, hatte ich auch immer die Maske auf. Man sieht mich auf Covern, in Videos immer nur mit Maske, und das heißt, ohne kennt mich ja keiner, und nur anhand von den Augen mich zu erkennen oder von der Augenpartie mit Dings, das ist voll der Blödsinn, weil da gibt es Hunderte, die genauso ähnliche Dings haben, weißt du, und wenn die Maske wächst und man das Gesamtbild sehen würde, dann würdest du ja nicht mehr sagen, ey, der ist es bestimmt. So, ich gucke jeden Menschen auf der Straße nach seinen Augen an und sowas. Könnte irgendjemand dabei Block sein, dann spreche ich den noch an und krieg vielleicht einen aufs Maul, so, weil es der Falsche war oder so. Das ist voll der Blödsinn. Also ich hatte schon oft die Situation, dass wir bei Kumpels waren, die auch Auftritt hatten, und da bin ich dann zivil hingegangen, ganz normal, und dann stand ich dann zum Beispiel, was weiß ich, mit Arzt oder so da, und alle zu ihm, ah, Arzt, weil er hatte seine Sonnenbrille auf, ah, bla, labern ihn zu und sowas. Ja, und dann hat er irgendwas gesagt, ja, hier hast du das neue Album mit mir und Blocker, ja, war geil und so, aber Block fand ich dann nicht so toll, und ich stehe so daneben und denke, er peilt das nicht mal, dass ich das so bin, so, weißt du, voll cool so. Also würde ich die Maske nur aufziehen, dann würde ah, Block, aber wenn ich die abnehme, peilen die es überhaupt nicht. Also da habe ich die ganze Zeit meine Ruhe, ich kann durch ganz Berlin rennen und keiner hat mich jemals erkannt. Es interessiert keine Sau, was passiert, meine Frau steht zu mir, so wie Heidi Hund und Fans auch. Ich gehe nicht alleine, sondern stehe wieder auf, kann verbessern, untergehe zwischen Ecken, Dunn und Rauch. Ram, bam, 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 ram, bam, 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 bam. Ihr seht Kugeln auf euch fliegen und euch das Hölle fahren. Ich bin Teflon, Teflon, wie ein Block aus Beton. Mehr alle Feinde nieder, wie die Army sind Beton. Wichserin schwul, Wichserin schwul, Wichserin schwul, Wichser reden schwul, Wichserin schwul. Die Identität deiner Freundin oder Frau ist dafür aber bekannt. Also hier, gab es da je irgendeine Situation, bei der sie irgendwie von Fans irgendwie angequatscht wurde oder so, in einer Art und Weise, bei der das ist, ey, eigentlich sollte ich jetzt mal Block spielen? Nee, das war eher so eine lustige Situation. Wir waren mal irgendwo in irgendeinem Center, in einem Schuhladen und so. Ich wollte mir gerade neue Schuhe holen. Ich stehe dann so und dann kam da der Angestellte, kam dann so ran, kommt so, kann ich Ihnen helfen? Steht so da und zittert schon so ein bisschen so. Und ich denke so, was ist mit dem los, weißt du? Und ich will die da, die und die Größe haben so. Danach will ich die bezahlen, steht da vorne wieder, ja, dann mach noch weiter so geile Musik, ne? Ich kann sagen, ich sag so, was? Sagst du, ja, du bist doch Blocken und so, oder? Ich sag so, wie kommst du denn darauf? Ja, weil das ist doch deine Freundin, ne? Und der hat mich erkannt aufgrund von meiner Freundin, so, weißt du? Und hat mich, ich sag so, ja, krieg ich jetzt Rabatt? Ja, ich kenn dich ja nicht, ja, dann nicht, hau ab, so, weißt du? Egal.